Hier geht eine Straße lang. Hier ist auch neu. Kommen Sie einfach mal durch den Wald. Oder ist das... Nein, die ist nicht neu, oder? Das ist die... Ja, das ist fürs Buch, oder? Das ist dieses Tal. Oder? Das sieht alles so anders aus. Wir werden die Wege sowieso noch nehmen. Oh, hier springt jemand durch. Leben. Ach, ich freue mich immer, wenn ich andere Spieler sehe. Und so selten sind sie gar nicht. Also so unbevölkert ist Lotro nicht, wie viele befürchten. Was auch sehr schön ist. Hier ist auch ein Weg. Oder ist das die andere Seite von dieser U-Form, die da durch den Felsen geht wahrscheinlich? Aber eigentlich suchen wir ja Barachen. Naja, wir sind hier, glaube ich, richtig. Am schlimmsten war es ja, nachdem das eingeführt wurde, dass hier mehr so Pflänzchen auf dem Boden sind. Und dann dadurch sah alles so anders aus. Und richtig ungewohnt und fremd. Und man hat sich nirgends mehr ausgekannt. Weil es halt einfach nicht mehr so übersichtlich war dadurch. Und gerade als Hobbit, wo man ja ständig in den Büschen verschwindet und gar nichts mehr sieht, sogar in solchen Buscheln fast. So, da sind wir wieder. Das ist kein Ort für einen Zwerg. Das ist unerhört. Ja. Ihr habt die Steine von den Steintrollen zurückgeholt. Ihr habt meinen Dank, naja, und noch mehr. Auch der Dank Fürst Gluins vom einsamen Berg ist euch gewiss. Nehmt diese Belohnung, möge sie euch an den Dienst erinnern, den ihr mir und meinem Herrn erwiesen habt. Das war was für mich dabei. Ach, nö, der Speer ist nicht so gut wie den ich da habe. Von Kulang habe ich einen sehr schönen Speer bekommen. Und das sieht mir sehr nach Stoff aus. Und da für den... Schild kriegen wir recht viel. Dann nehmen wir mal den Schild hier. Gut. Der ist glücklich. Was kann ich für euch tun? Das war sehr aufmerksam von euch, um uns das Hirschfleisch zu bringen. Wir hatten nur wenig Zeit für die Jagd. Oh, und wir sind jetzt Bekannte der Elben von Bruchtal. Ihr seid ein Segen für uns, die wir über die Trollhöhen wachen. Es war keine geringe Aufgabe, die gestohlenen Steine von Haithors Kurieren wieder zu beschaffen, aber ihr habt sie ohne Murren erledigt. Ich weiß, dass Haithor über eure Dienste erfreut ist, und ich bin es ebenso. Euch gebührt unser Dank. Wenn ihr uns weiterhelfen möchtet, würde ich euch gern Eladan und Elro hier vorstellen, die Söhne Elronds. Sie haben ihr Lager in den Ruinen von Thorenhardt aufgeschlagen, östlich von hier und im Norden der Bruinenschluchten. Ich weiß, dass sie eure Dienste zu schätzen wüssten. Folgt der Straße nach Osten bis zum Lager von Narlin und Fimgris. Sie können euch den Weg nach Thorenhardt weisen. Endlich dürfen wir so auch unsere epische Geschichte wieder weitermachen. Die schickt uns nämlich auch hier zu Eladan. Wir können ja nochmal lesen, warum und wieso. Kapitel 1. Die Diener des Feindes haben Frodo Beutlin bis zum Bruinen verfolgt. Obwohl der Hobbit und seine Freunde gerettet und die schrecklichen Kreaturen durch Elronds Macht vertrieben wurden, sind nicht alle Nazgul vernichtet worden. Herr Elrond hat euch gebeten, seine Söhne Eladan und Elro hier zu unterstützen, die gerade den fehlenden Nazgul suchen. So, haben wir aber ganz viel Zeug bekommen. Rufstatus geändert, Titel gewährt. Sehr schön. Okay, da wir jetzt diesen Reitpunkt nicht haben, dürfen wir da noch gemütlich hinreiten. Das stimmt, in der Realität läuft uns im Wald ja auch nicht unbedingt alle 5 Meter eine Horde von Wildschweinen, Hirschen, Hasen, Füchsen und Kleingetier über den Weg. Quasi, man sieht die Fauna vor lauter Tieren nicht mehr. Ja, das kommt dann auch noch hinzu, ne? Fauna und Flora sind recht üppig hier. Ah,
Aber die Fauna haben wir ja jetzt schon versucht, ein bisschen zu dezimieren. Und Bruchtal scheint es uns sehr gedankt zu haben. Und die Flora, naja, also ich glaube, die bahnt sich hier einen Weg. Da wird Mensch, Hobbit, Zwerg und Elb nicht viel ausrichten können. Vielleicht immer nur kleine Gebiete. Ich glaube, die sind froh, wenn zum Beispiel hier dieser Weg hier möglichst frei gehalten wird, dass die Bewohner reisen können, möglichst unbehelligt. Aber es ist ein sehr wunderschöner Wald. Schaut mal, was für schöne Farben die Blätter haben. So herbstwaldig. Och, ich liebe das. Ich liebe das. Aber Wald mag ich ja sowieso. Das habt ihr ja eh schon gemerkt. Für mich ist Mordor und so immer ganz furchtbar über längere Zeit, weil es dort so düster ist und überhaupt nicht schön. Es gibt keine schönen Bäume und gar nichts mehr. Es ist so trist und das schleicht sich dann auch ins Herz hinein und dann wird man selber ganz trüb und traurig. Und dann freut man sich, wenn man hier in so ein schönes Gefilde wiederkommt. Oh, Bingo! Oh, 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 schaut mal, wer da sitzt. Schattenwerfender Luchs. Oliver, Wildschweine hört man auch glücklicherweise, bevor man sie sieht. Ja, die sollen ja ziemlich laut sein, ne? Und machen auch einen Riesen, also pflügen auch ganz gut Felder um und so Sachen. Ich fand die Trollhöhen immer recht entspannend, wenn man durchritt. Man fühlt sich da irgendwie gut aufgehoben. Ja, es sei denn, man muss mit Level 20 hier durch, dann ist das schon recht aufregend. Ich will euch nicht beunruhigen, aber wir werden verfolgt. Oh nein. Nein, keine hastigen Bewegungen. Es ist der Luchs. Er folgt uns schon eine Weile und beobachtet uns von der anderen Seite der Straße. Meint ihr, ihr könnt etwas winken, um ihn zu verscheuchen? Oh, hat er Angst vor ihm? Winken? Winken? Mal gucken. Hallo, Luchs, was willst du denn? Der Luchs starrt euch mit großen Augen an und rührt sich nicht. Na, so etwas. Vielleicht ist Willem Wollhaar hungrig. Was? Oh. Er braucht einen Namen, oder? Er hat ihnen schon einen Namen gegeben. Das hat nicht funktioniert. Er starrt uns immer noch an. Meint ihr, Willem Wollhaar ist hungrig? Bingo läuft rot an, als er ihn fragend anschaut und wirkt plötzlich sehr verlegen. Naja, ja, er braucht doch einen Namen, oder? Für mich sieht er wie ein Willem Wollhaar aus. Schaut euch doch mal nur sein Gesicht an. Wie dem auch sei, er ist bestimmt hungrig. Bitte besorgt ihm etwas Hirschfleisch von den Schluchthirschkühen und Schluchthirschen aus diesen Wäldern. Ich bin sicher, Willem wird das zu schätzen wissen. Als ob ich dich gerade schon ganz viel Fleisch gejagt hätte. Na gut, ich glaube, der eine oder andere Hirsch wird uns schon noch über den Weg laufen. Und da drüben, da sitzen auch zwei. Narlin. Mego Wannen. Ihr kommt von Barachen und möchtet Eladan und Elro hier helfen? Das freut mich, aber vorher würde gern ich euch um etwas Hilfe bitten, wenn ihr kurz Zeit hättet. Hört meine Worte. Mein Freund Arod beobachtet von den Klippen aus die Straße und bewacht den Weg nach Thorenhad. Imgris und ich haben des Nachts Trolle entdeckt, die in diese Richtung ziehen. Jetzt fürchte ich um Arods Sicherheit. Er ist ein sehr talentierter Bogenschütze und kann sich gegen einen Troll erwehren, doch gegen eine ganze Horde? Selbst Arod würde das nicht überleben. Für gewöhnlich würde Arod seinen Gefährten Kaled Hrowal entsenden, um uns regelmäßig zu berichten. Doch ich habe den Vogel lange nicht gesehen. Weder Fimgris noch ich können unseren Posten verlassen. Würdet ihr Arod aufsuchen, um herauszufinden, ob er wohl auf ist? Der Weg ist nicht weit. Ihr müsst in östliche Richtung, in welche der weiße Stein weist, und dann die Straße Richtung Norden nehmen. Lasst die Straße zu eurer Rechten, sobald ihr könnt, und geht zurück zur Richtung Klippe. Blum. Da soll sich einer auskennen bei der Beschreibung. Dort müsstet ihr inzwischen den Ruinen finden. Diese zwei Elben, die gab es ganz am Anfang gar nicht. Man hatte ein bisschen chaotische Questfindung hier in diesem Gebiet und ich glaube, die haben dann diese beiden hier hingesetzt, damit das alles ein bisschen linearer wird für den Spieler und er nicht so viel hin und her rennen muss.
Also die gab es nicht gleich am Anfang. Wie kann ich euch helfen? Die Wildnis steckt voller Gefahren und ihr müsst gut vorbereitet sein. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? In den letzten Monaten gab es immer wieder beunruhigende Zeichen, die darauf hinwiesen, dass etwas in den Trollhöhen im Argen liegt. Trolle, die nur aus den Bergen herunterkommen, die aus den Bergen herunterkommen, Diener des Feindes auf der Straße. Aber nun sind sogar die Tiere des Waldes auf eine Art und Weise aufgewühlt, die ich mir nicht erklären kann. Es gibt seit langem Wölfe in den Trollhöhen und obgleich sie von Natur aus böse sind, blieben sie bisher zumeist unter sich. Wölfe sind doch nicht von Natur aus böse. Sie sind zwar gefährlich, aber nicht böse. Es sind halt Raubtiere. Jetzt sind sie jedoch aggressiv und gefährlich geworden. Ich glaube, eine bisher nicht dagewesene Angst in ihren Augen gesehen zu haben. Es ist wahr, dass Diener des Feindes vor nicht mehr als 2 Monaten eine kleine Reisegruppe entlang der Straße verfolgt haben, aber in den letzten Tagen sind die Wölfe noch wilder geworden und ich komme nicht auf den Grund. Ich bitte euch, die Wölfe der Schluchten im Tal zwischen hier und Torenhardt zu jagen. Folgt dieser Straße nach Osten, bis ihr auf den weißen Markierungsstein stoßt. Geht dann nach Norden und beginnt eure Jagd. Okay. Bingo ist manchmal etwas umständlich, aber weniger nervig als diese ganzen Heimbegleitquest-Personen. Die laufen ja grundsätzlich den Feinden direkt in die Arme und jammern dann, ja genau, und immer mitten durch die Lagerstadt außen rum und gucken nicht links und nicht rechts. Also ich meine, jeder vernünftige Mensch würde gucken, wie komme ich um die rum, ohne dass sie mich bemerken, aber nein, die Begleit-NPCs laufen natürlich mitten durch. Das ist aber immer das Schöne dran, dass die einzelnen Gebiete je nach Auffassung sehr abwechslungsreich sind. Möchte man es dystopisch, ist man in Mordor gut unterhalten. Soll es leichte Kost sein, schlägt man sein Lager im Bruchtal auf oder spielt man dezent auf Mad Max an, sind die einsamen Lande einen Besuch wert. Ja, man hat ja wirklich überall eine total andere Stimmung. Das stimmt schon. Und die Stimmung können sie ja hier immer sehr gut einfangen. So, wir brauchen Hirschfleisch. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier voraus. Ich habe noch gar keinen Trolli auf der Straße gesehen. Irgendwas stimmt nicht. Die laufen doch hier immer. Oder haben sie die abgeschafft? Diese Straße laufen die doch immer hoch und runter. Und hier hat es wieder ein paar Dailies. Die Markierung auf diesem weißen Stein weisen den Weg nach Norden. Es gibt 2 Quests, wo wir auf den Stein gucken wollten. Deswegen kommt die Meldung gerade 2-mal. Es tauchen immer mehr Kriecher aus der Erde auf, die sich an Leichnamen zu schaffen machen und Tod und Krankheit verbreiten. Wenn ihr dort weilt, solltet ihr diese Kreaturen unbedingt dezimieren. Damit verringern wir hoffentlich das Risiko für Krankheiten. Wir haben eine neue Tat. Ihr besiegt Kriecher in den Trollhöhen. Und das ist... Ah, das ist so eine ganz blöde Tat. Trolle und so, Wölfe, ja, da gibt's alles Lager. Aber die Kriecher, die sind... Ah, nervig, da muss man auch viel hin und her laufen. Und Bären haben wir auch. Die Bären in den Bergen der Bruinenschluchten werfen jede Menge Pelze ab, welche die Zwerge nutzen können, um daraus Decken zu fertigen. Wenn ihr schon dort seid, könnt ihr nach Bären jagen und ihre Pelze einsammeln. Nö, wenn ihr schon dort seid. Ich suche mir auch immer je nach Stimmung das Gebiet aus, in dem ich queste. Echt? An den Trollhöhen mag ich die vielen schönen Farben der Bäume und Sträucher. Ja, das stimmt. Also bei mir muss das immer chronologisch sein. Und alles mitnehmen, schön der Reihe nach. Das ist echt schlimm. Auf den Straßen ist eigentlich nur der Troll nach Torenhardt-Kreuzung. So, wir zocken auch meine wenig Lotro. Bleib im Lurk. Das ist lieb von dir. Und viel Spaß bei dem, was ihr tut. Und sterbt nicht so oft. Aber ich glaube, ihr schlagt euch ganz gut dadurch.
So, sollen wir jetzt... Oh Gott, da hat es ja nochmal was. Nochmal eine Hirschkuh? Langsam wird es ein bisschen viel. Wölfe könnten durch die vielen Hirsche angelockt werden, die in den Ruinenschluchten leben. Jetzt müssen sie sich auch noch irgendwelche Gründe aus der Nase ziehen oder aus dem Ärmel schütteln, damit wir hier alles umnieten können, was hier links und rechts am Wege steht, oder wie? Die Wölfe, die in den Ruinenschluchten ihr Unwesen treiben, könnten abgeschreckt werden, wenn wir die Anzahl der Hirsche verringern und so ihre Beute dezimieren. Also wirklich. Nun gut. Einmal müssen wir ja jede Quest machen. Oder will ich sie machen. Aber farmen werde ich diese Quests bestimmt nicht. Ich glaube, wir finden genug Items, die wir am Anschlagbrett abgeben können. Und wir sollen ja auch noch ein bisschen... Oh. Wir sollen ja auch noch ein bisschen Fleisch sammeln für unseren Lux. So, Wölfe. Oh, da kommt noch was. Ein Falke. Henreweil werden von Feind oft als Spione eingesetzt und werden in den Ruinen, in den Ruinenschluchten immer häufiger beobachtet. Wenn ihr in den Ruinenschluchten weilt, solltet ihr euch um die Henreweil kümmern, die dort immer zahlreicher erscheinen. So langsam verlieren wir ein bisschen die Übersicht, hä? Über das, was wir hier töten sollen. Dann bleiben wir mal hier auf dem Kamm erstmal, denn da... Da müsste ja der Elb sein, nach dem wir ausschauen sollen. Ausschauen? Nee, irgendwas stimmt da nicht. In meiner Konstruktion. Nachdem wir Ausschau halten sollen. So rum. Aber von den Bären brauchen wir Felle, ne? Noch ein Viech! Nochmal Trolle! Eigentlich wollte ich ja den Troll, aber okay. Hä? Ich hatte den Troll. Was? Ich sag gar nichts. Ich sag ja, es wird gerade ein bisschen viel. Eingesammelte Felle. So. Trolle? Steintrolle sind aus dem Nebelgebirge in die Ruinenschluchten der Trollhöhen hinabgestiegen. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Wenn ihr in den Ruinenschluchten weilt, solltet ihr euch gleich um die Trolle kümmern. Schaut euch das mal an hier. Fünf Dailies hier. Einmal quer das Tal aufräumen. So, Helle? Eigentlich wollte ich ja nur hier oben auf den Hügel. Da hoch, genau hier. Oh, die Krieche. Haben wir gleich. Ich hoffe, dass ich mich in den Augen meiner Elbenmeiders würdig erweisen kann. Was hat er für Sorgen? Megowan. Die Kollegen machen sich Sorgen um ihn und er denkt an seine Elbenmeid. Narlin schickt euch? Das überrascht mich nicht. Seit Tagen kann ich ihr keine Nachricht schicken, denn mein Freund und Gefährte Kaledroval, den ich für gewöhnlich damit beauftrage, ist verschwunden. Ich habe ihn vor einigen Tagen beauftragt, die Schlucht auszukundschaften, doch kehrte er nicht zurück. Allerdings habe ich einen Hendroval entdeckt, der nicht weit von hier in sein Nest zurückflog. Ich befürchte das Schlimmste, denn ich konnte sehen, dass der Vogel etwas in seinen Krallen trug. Möglicherweise war es nur ein Nagetier, doch das bezweifle ich. Hendroval werden oft vom Feind als Spione eingesetzt und es ist viel wahrscheinlicher, dass Kaledroval der Bestie zum Opfer gefallen ist. Ich kann meinen Posten nicht verlassen, um der Sache nachzugehen, wie üblich. Ne? Die Wachen, die dürfen sich ja nicht vom Fleck bewegen. Würdet ihr das für mich tun? Ich muss wissen, ob Kaledroval noch lebt. Das Nest liegt jenseits dieser Felsen in östlicher Richtung. Ja gut, dann gucken wir mal. Da sollte hier aber nicht ein Feuer so unbewacht brennen lassen. Das ist gefährlich im Wald. Wäre es nicht besser, er würde das hier machen? Also ein bisschen sicherer, oder? Hier. Naja, wahrscheinlich will er, dass in seinem Zelt etwas wärmer ist. Das lässt sich nicht so gut befestigen auf dem Steinboden.
So, lieber... machen wir mal hier als Fokus. Den findet man nämlich manchmal so ein bisschen schlecht. War das nicht der? Schauen wir mal. Ah, guck mal, da hat es noch Trolle. Und Bären. Ah, das ist das. Ich sehe es. Nehmen wir gerade noch die Bären mit. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen mehr den Kriegsschrei machen. So. Da ist es. Das ist aber eigentlich ein komischer Ort für ein Nest, oder? Kommen die Vögel ja kaum hin. Ihr habt eine farbenfrohe Feder gefunden. Vielleicht sollten wir die mal zurückbringen. Sind wir da noch im Gebüsch? Kriecher? Da hinten ist noch ein Bär. Oh ja, den Bären nehmen wir auch mit. Autsch. Einen brauchen wir noch, aber ich glaube, wir brauchen auch noch Hirschkühe, oder? Fleisch? Schauen. Mhm. Hirsche sowieso. Okay, Kriecher ist fertig. Brauchen wir keine mehr, außer vielleicht fürs Buch der Taten, weil die ja so selten sind, sollten wir sie vielleicht auch noch mit umhauen. Schadet nicht. Sag mal, ich kämpfe mit nichts. Ich habe mal gerade überhaupt nichts gesehen. So, wo ist denn jetzt hier unser Arod oder wie heißt er? Er legt Hirsche. Was haben wir denn da noch an Bären? Ja, Bären haben wir auch. Da müssen wir aber dann das Fleisch zu den Zwergen bringen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bär brauchen wir nicht mehr. Es ist ruhig gewesen. Wäre ich Nantorna ihr zugewiesen gewesen, hätte ich gewiss Abenteuerliches erlebt. Ach, ihm ist es zu langweilig hier, oder wie? Suilight Mellon. Oh je, es ist, wie ich befürchtet habe. Diese Feder könnte Kaledroval gehören. Ich glaube nicht, dass er einfach nur einem hungrigen Raubtier zum Opfer gefallen ist. Das war das Werk des Feindes. Trolle streifen in der Nacht umher. Einmal bin ich ihnen selbst kaum entkommen, und ich habe keinen Zweifel daran, dass in diesen Wäldern noch weitere üble Schergen des Feindes lauern. Wir müssen unbedingt in Erfahrung bringen, welches Böse sich hier eingeschlichen hat. Megowannen. Ich sah, wie der Hendroval von Nordwesten kam. Dort ist eine Bärenhöhle im Schatten von Torenhardt. Vielleicht hat der Hendroval ja Elladan und Elro hier ausgekundschaftet, und Kaledroval hat ihn entdeckt. Wenn das tatsächlich der Ort ist, an dem Kaledroval zu Boden gefallen ist, gibt es dort vielleicht auch Spuren, die uns erklären, was vorgefallen ist. Würdet ihr zur Bärenhöhle gehen und dort nach den Spuren suchen? Ihr müsst nur der Straße nach Norden zur Höhle folgen. Ganz einfach. Aber du hast tatsächlich total viel Bären noch. Da ist nochmal so ein Troll. Kein Reh. Doch, Reh brauchen wir auch nochmal, oder? Brauchen wir noch Reh? Ja. Ich finde es ganz praktisch. Viele Spiele haben ja inzwischen das so gelöst, dass die Questgegner, die man braucht, tatsächlich ein kleines Zeichen
am Namen haben, so dass man, also hier müsste man, hier muss man halt noch im Tooltip gucken, so, na, dann sieht man's. Aber viele neuere Spiele und auch ältere, die das nachgerüstet haben, haben ja inzwischen so ein Zeichen dran, dass man es auch genau sieht, ob man den braucht oder nicht. Das finde ich mega praktisch, muss ich sagen. Huch, noch ein Bock. Weil manchmal weiß man schon gar nicht mehr, dass man irgendwas töten muss und läuft dadurch durch die Pampa. Und dann so plötzlich so, oh, den brauche ich ja auch noch. Und muss dann nicht nochmal zurück, weil man es einfach verpennt hat. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, Hirsche haben wir. So langsam wird es wieder übersichtlich. Aber irgendwie bin ich hier auch gerade. Ein bisschen brauchen wir Felsfalken, brauchen wir auch noch, ne? Ein Schuss, ein Treffer. So. Da ist auch noch einer. Aber vielleicht stört ja manche Leute das dann auch an der Immersion, wenn da lauter so tausend so Zeichen am Namen sind. Wobei ich habe ja sowieso immer die Lebensbalken noch auch noch sichtbar. Ich hatte das lange Zeit gar nicht. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass ich die dann, also irgendwie habe ich mich dran gewöhnt, vor allem halt auch durchs Raiden, damit man immer sieht, welcher überhaupt angeschlagen wird. Davor hatte ich es halt gar nicht. Aber irgendwann wird es halt, wenn man raidet oder viel in Instanzen ist, ist es halt wichtig, um zu sehen, welcher schon am meisten runtergekloppt ist. Guck mal, wir haben hier mal wieder Tugend erreicht. Bla, Tat verliehen, Tat abgeschlossen. Taten in der Wildnis durch die ganzen Quests, ne? Okay, dann ändern wir mal. Oh, wollte ich eigentlich gerade nutzen, aber egal, dann machen wir das halt so. Ja, wir sind hier auf 21, dann machen wir mal, wo haben wir denn ganz viel Luft? Machen wir mal hier vielleicht, mache ich auch jedes Mal falsch. Klick da mal rechts und nicht links. Man kann Namen etc. ja ausblenden, wenn man das nicht möchte. Ja, das stimmt. Aber vielleicht wollen manche die Namen haben, aber nicht sonst noch irgendwas da dran. Ich weiß es nicht. Oder sie haben einfach noch nie drüber nachgedacht, dass man das auch noch einfügen könnte hier. So, besiegt Trolle, das ist Buch der Taten. Ich meine, das hier so im Tooltip, die Buch der Taten-Sachen, das müsste ja nicht unbedingt... Was ist denn hier versteckt? Ah, wahrscheinlich so ein Wolf. Ah ja, ein Wolf. Das müsste ja jetzt nicht auch noch ein Zeichen haben. Aber für die Questgegner finde ich das sehr praktisch. Hat es hier nicht sowieso einige Wölfe? Ich finde, dass HDR wirklich sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten bietet. Ja, auf alle Fälle. Also wenn man da in den Optionen, kann man sich ja schwer verirren. Das stimmt schon. Also ich will jetzt nicht meckern. Es ist mir nur gerade so in den Kopf gekommen, dass das eben inzwischen viele Spiele so anbieten. Aber das eben nur, weil es gerade so verwirrend ist, weil es halt so viel ist gerade hier. Aber dann muss ich einfach davon ausgehen, dass ich einfach alles umhupen kann, was hier rum schwirrt. Wie bei uns in der Arbeit, da laufen wir auch alle in einer einheitlichen Farbe umher. Nur die oberen Befehlsausgeber haben seitlich einen roten Streifen. Da sieht man den Feind sozusagen auch schon von weitem. Genau. Das ist auch gut. Da weiß man, bei wem man aufpassen muss und welche man getrost links liegen lassen kann. Ja, so recht. Mhm. Ja, die werden schon wissen, warum, ne? Das sind alles Bären, ne? Da sind keine Wölfe dabei. Und dann sind wir auch dann in der Nähe von dieser Bärenhöhle. Die ist hier hinter dem Hügel.